Den lassen wir auch hierher abmarschieren. Dass das große Geklopfe unserer Zeit gibt, hier gleich bei Altdorf, was irgendwie sehr passend ist. Boah, gehen mir die Elfen auf den Sack. Können die nicht ein einziges Mal einfach sagen, jawohl, wir kommen. Das wird doch vollkommen genügen. Ja, ich weiß, die Orks haben Spaß in Marienburg. Aber ich kann nichts dran ändern. Das gibt es Sauerei hinterher aufzuräumen. So, jetzt schnappen wir uns das Gesocks. Ich habe den Eindruck, dass da irgendwas noch mehr in sich zerbröselt ist, was mir aber eigentlich durchaus recht ist. Sobald wir wieder Ruhe hergestellt haben, können wir nämlich das ausnutzen für uns. Beziehungsweise wir könnten es jetzt schon mal versuchen auszunutzen. Ah, die werden sich uns nicht unterwerfen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Die wissen, dass sobald sie sich unterwerfen würden, ich den Kopf abschlagen lassen würde. Toll, in Warenka. Es läuft ja. Toll. Ich überlege gerade. Das machen wir jetzt auch gerade. Eigentlich wäre es ganz cool, irgendwelche Truppen zu bekommen, die noch Reiter mitbringen, aber ich glaube, die können wir uns nicht leisten. Ah, die könnten gegen vielleicht die. Damit könnte ich die könnte ich hinterher mit den Nordtruppen da zusammenlegen.
Ja, aber das müsste eigentlich auch so reichen erstmal. Theoretisch. Seine 8, roundabout 29.000 Mann gegen meine 48.000. Ach komm, scheiß drauf. Wir holen uns die noch. Wobei die natürlich auch nicht schlecht wären. Die bringen noch Piken mit für diese Nordarmee. Ja, aber die brauchen eigentlich Reiter, diese Söldner drüben im Norden. Ja, gucken wir mal. Was ist jetzt schon wieder los? Welchen Titel habe ich denn? Die Grafschaft Mittenheim. Och, geh mir nicht auf den Keks. Wie läuft es eigentlich bei den anderen Abteilungen? Die belagern? Die belagern? Die belagern. Da geht's auch voran. Und die sind auch mittlerweile eingetroffen. Oh, sehr schön. Was? Edzbett? Was ist das für ein Name? Er heißt natürlich auch Siegfried. Zustand. In dem Jahre des großen Krieges wurde geboren der Thronfolger namens Edzbett. Hallo? Aha. Die Sigrid. Ja, hat das Wort nichts getan. Ist okay. Darf gehen. Tschüss. Jetzt kommst du. Ah, das kann ich mir gerade nicht leisten. Komm, scheiß drauf. Boah, ja, wo sind sie denn, die 1000 Millionen Elbe? Wer kloppt denn sich da jetzt eigentlich? Ach, Sylvania ist rangerückt um die Goblins und Tiermenschen, weiß der Geier was, die da stellt. Guter Mann. Guter Mann. So, jetzt gibt's hier richtig Haue. 51.000 Imperiale gegen 29.000 Verräter. War es ein Schlag. So, Moment. Flensburg haben wir gewonnen. Da haben wir auch gewonnen. Vorrücken, platt machen. Lass dich jetzt nicht besiegen von denen, das wäre peinlich. Wer ist das denn? Ja, der ist okay, der darf gehen. Oh, können wir sogar ein bisschen Geld. Brauchen wir. Jetzt geht's ab. Oh wow, was haben die denn für eine Riesenarmee?
Unsere rechte Flanke ist zusammengebröselt. Aber ihr Zentrum, linke Flanke, hat es zerbröselt. Jawohl, wir haben gewonnen. Verfolgen, niedermachen, schlachten, metzgern, schnetzeln, an den Hoden, an den Bäumen aufhängen. Und vergesst nicht den Rasenschnitt und runter anzuzünden. Hervorragend, hervorragend. Und direkt verfolge. Wo wollen sie denn hin? Das Pack. Herr Wittgendorf, auf, hinterher. Man nimmt grünes Laub mit. So, was geht denn da ab? Das ist alles helfende Elfen. Ah ja. So, Averheim. Hat er verkackte? Ah jo, Silvan. Nee, hat gewonnen. Guter Mann, guter Mann. Wenn schon Marienburg abgefackelt wurde, haben wir wenigstens in Averheim noch ein bisschen Einnahmen. So, wen haben wir da eigentlich gerade einkassiert? Irgendein Abt? Hm. Ist aber kein Böser. Nehmen wir Geld, da vergehe. So ein Abt hat's im Allgemeinen. Wo sind die hin? Ah ne, die rücken die Maschine noch. Was geht denn hier ab? Ja, nee, ist klar. Jetzt kommst du an, Geschisse, weißer Frieden im Hülle. Plastik dort vom Aldi geraucht, ha? Ja, hier heidnisches Kraut, ha? Rauschkraut aus den mit Warpstein versetzt oder was? Schon knicken. Was ist jetzt los? Mhm. Das ist ja irgendwie nicht so gut bekommen, das Wetter ist da oben. Wer ist das überhaupt? Halbschwester. Ah ja. Muss er durch. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz. Das ist die Belagerung, die läuft. Wer kämpft denn da? Waldafort und Kult von Sigmar kämpfen gegen die Aufständischen. Ach, das sind einfach gute Leute. Gute Leute haben wir da am Start. So, ah, guck mal, die haben auch gewonnen. Die haben da wahrscheinlich auch gewonnen. Wenn wir die jetzt noch einmal schlagen hier in Wittgendorf, dann dürfte das gewesen sein im Aufstand. Dann fangen wir mit unserem großen Strafgericht an. Muah. Können die ganzen helfenden Elfen wieder heimgehen. Wer ist denn Caroline? Hat uns auch nichts getan, bringt auch kein Geld. Raus aus meinem Kerker, frisst nur Brot. Ah ja, wunderbar. Das wäre auch eingesackt. Zustände sind das hier. Sodom und Gomorra. Zustände wie im Aldi Jericho. So. Jawohl, jetzt geht's nochmal richtig schön auf den Sack. Jawohl, das war's. Haben sie. Der Hans. Aha. König Hans. Ja, der Fakt. Was soll er machen? Was ist mit Sepp passiert? Oh, der ist im Kampf gefallen. Der gute Sepp. So, was bist du für einer? Du, mein Freund, kriegst den Kopf abgehackt.
Wo ist denn sein Brut hingeflohen? Nach Nattern. Ist man sich schon fast überlegen, ob man den Typ, weil er sie aufgenommen hat, nicht auch noch gleich kassiert. Ihr putzt die dann noch weg. Dann schicke ich euch heim. So, wo ist das andere Gesindel? Ach, warte mal. Jetzt aber. Mal gucken, ob sie bis dahin noch da sind, ob sie fertig sind. Vielleicht sind sie noch da. Da erwischen wir sie noch. Da hängen mal noch ein paar grüne Jungs an die Bäume. Wir haben genug grünes Laub zusammengetragen. Das geht. Da geht was. Was ist das denn? Was ist das denn für ein komisches Zeichen? Ach, das ist der Sack. Oh ja, ja, jetzt sind sie fällig. Die sind so fällig. Was werden wir uns vergnügen jetzt? So. Du machst jetzt dahin. Du machst jetzt dahin. Die kann ich heimschicken. Aufstand platt. Du machst den Aufstand noch platt und dann müssen wir die drei. Ja, nee, müssen sie eigentlich gar nicht. Eigentlich können wir da oben mal kurz aussortieren. Der Rest ist nämlich alles Gefolge, Gott. Habe ich euch mit aller Mühe zusammengerufen, schicke ich euch wieder heim, wie knapp 1000 Mann, Alter. Alter, gut. So. Weil eigentlich könntet ihr das zuerst mal aufräumen. Ich habe damals ein bisschen verhoben mit diesen Reitern, aber mal gucken, wir gucken mal. So. Das gibt die List. Mit der fangen wir an. Wobei ich bereit bin, ja eigentlich theoretisch zu verzeihen. Ich bin bereit zu verzeihen. Das ist ein Kind von 5, das war ein schlechter Berater. Gut, auf der anderen Seite wäre es natürlich, könnte man mal durchputzen, gell? Könnte man neue Priester einsetzen. Wir müssen Exempel statuieren, wir können es nicht durchgehen lassen. Gott. Weg. Wir nehmen Mittenland weg. Oh Mädchen, du bist so fällig. Gott. Das sind die schlimmsten Verbrecher erstmal. Gut, das Mädchen können wir jetzt diskutieren. Ich würde aber sagen, wir setzen den nächsten Cut und dann komme ich gleich wieder und dann machen wir weiter mit dem Strafgericht und aufräumen. Hier die Trümmer wegräumen, dann können wir vielleicht auch bald hier mal hier aufräumen. Ich bin aber überlegen. Die entlassen wir nochmal. Das können wir uns im Moment einfach nicht leisten. Die Venatoren. Wäre natürlich eine schöne Verstärkung für die Nordtruppe, aber es ist im Moment...
wenn das nicht gehe. Kannst du so knicke, dass du da irgendwas erbst, mein Freund. Wir müssen ja geflohen. Ich sehe schon, wir müssen hier so kräftig durchräumen. Aber wie gesagt, wir setzen Cut, wir sehen uns gleich wieder. Tschüss.